stellen uns die Frage, woher kommen unsere Großeltern eigentlich? Was haben die für Erfahrungen gemacht? Was haben die für Erlebnisse gehabt? Und nach dieser langen Biografiearbeit setzen wir. Wichtig ist, dass wir den Jugendlichen eine Chance geben, um ihre eigene Familienbiografie zu reflektieren. In meinem Umfeld hat es damit angefangen, dass ich diese antisemitischen Vorurteile in mir selbst entdeckt habe, selber welche angewandt habe und mir erstmal mich selbst davon überzeugen musste, dass ich selber davon betroffen bin. Erstmal muss jeder für sich deutlich machen, was das überhaupt ist, was die Problematik ist, und dann versuchen, so weit wie möglich mit anderen darüber zu reden, aufzuklären, am besten Kommunikation schaffen, Dialoge finden. Man kann zum Beispiel in eine jüdische Synagoge gehen, man kann in die jüdische Gemeinde in seiner Stadt gehen, man kann sich im Internet austauschen, es gibt jüdische Restaurants, man kann essen gehen mit seinen Freunden, also diese ganz normalen, in Anführungsstrichen, Alltagsmomente, dass man da eine gewisse Normalität auch schafft, das ist ganz wichtig.